Ist Arthrose vererblich? Eine sehr gute Frage. Ist Arthrose vererblich? Eine Frage, die bis heute keiner bis ins Detail tatsächlich beantworten kann. Wir wissen, dass die Erbanlagen bei der Entstehung der Arthrose offensichtlich eine riesige Rolle spielen. In welchem Ausmaß sie allerdings verantwortlich sind, letztendlich wissen wir nicht, ob das nun 50% sind oder 70 oder 80%. Aber eins ist sicher, Erbanlagen spielen eine Rolle. Jeder kann sich mal vor Augen halten, ob seine Großmutter, seine Mutter vielleicht mal ein künstliches Gelenk bekommen hat. Dann ist die Gefahr, dass man selbst auch irgendwann einmal im Laufe des Lebens so etwas braucht, relativ groß. Viele Patienten berichten zum Beispiel mit einer Schulter- oder Hüft- oder Kniegelenksarthrose, dass auch die Eltern schon Probleme hatten. Und insbesondere Patienten, die berichten, dass die Mutter so Auftreibungen hatte an den Gelenken der Finger vorne hier. Nennen wir dann Polyarthrose. Das sind Patienten, Menschen, die zu einer sehr stark zur Arthrose neigen, bei der offensichtlich diese Erbanlage, Arthrose-Entstehung sehr ausgeprägt ist. Ein Großteil der Arthrosen, die eben von sich aus entstehen, scheint tatsächlich vererbt zu werden. Das heißt, es muss ein Signal geben, dass die Qualität des Knorpels einfach reduziert. Der Knorpel ist qualitativ nicht so hochwertig bei diesen Menschen und kann das Gelenk nicht so gut schützen. Das ist offensichtlich so. Es spielen aber sicher auch andere Dinge noch eine Rolle, wie Ernährung, wie das Gewicht, Übergewicht, wie übermäßige Belastung, auch Hochleistungssport, all dies spielt eine Rolle. Aber diese Faktoren spielen, soweit ist man heute eigentlich, offensichtlich im Vergleich zu den Erbanlagen eine eher untergeordnete Rolle. So wie ein Übermaß an Belastung, also eine Überbelastung, zu einer Schädigung des Gelenkes führen kann, kann allerdings auch eine Unterbelastung, zu einer Schädigung des Gelenkes bzw. des Gelenkknorpels führen. Noch einmal, der Gelenkknorpel ist die Schutzschicht unserer Gelenke. Ohne den Gelenkknorpel läuft auf gut Deutsch gar nichts. Nur der Gelenkknorpel ermöglicht uns ein schmerzfreies Bewegen der Knochen gegeneinander. Nun ist der Knorpel von seiner Struktur her extrem interessant. Zum einen gibt es keine Nerven im Knorpel. Naja, kann man sagen, gut, brauchen wir da auch nicht. Aber interessanterweise hat der Knorpel auch keine Blutgefäße. Der ist nicht durchblutet. Nun fragen wir uns, alle anderen Gewebe im Körper sind durchblutet, weil die müssen ja irgendwie ernährt werden. Über das Blut müssen die Nährstoffe herantransportiert werden. Knorpel hat die nicht. Wie wird also der Knorpel ernährt? Der Knorpel wird aus der Gelenkflüssigkeit ernährt. Die Gelenkflüssigkeit dringt in den Knorpel ein, lässt sozusagen die Nährstoffe dort und verlässt den Knorpel wieder, indem es die Abfallstoffe des Knorpels mitnimmt. Man muss sich diesen Prozess vorstellen wie einen Schwamm. Wenn wir ein Gelenk belasten, wird der Knorpel wie ein Schwamm ausgequetscht. Der ist eben elastisch, der wird ausgedrückt und die Gelenkflüssigkeit wird herausgepresst, einschließlich der darin enthaltenen Abfallstoffe des Knorpels. In dem Moment, wo wir das Gelenk dann wieder entlasten, dann kommt es wie einen Schwamm, den man eben loslässt, der sich wieder mit Wasser füllen kann, füllt sich auch der Knorpel auf mit Wasser und zieht sozusagen die Gelenkflüssigkeit in sich hinein, einschließlich der darin enthaltenen Nährstoffe. Was bedeutet das für unsere Bewegung? Das bedeutet, wir brauchen ein Mindestmaß an Bewegung, damit der Knorpel permanent be- und entlastet wird, um permanent seine Nähr- und Abfallstoffe über die Gelenkflüssigkeit austauschen kann. Deswegen sind natürlich so Sportarten wie Fahrradfahren, wo es nicht zu einer Stauchbelastung, aber zu einer regelmäßigen, druckfreien Belastung und Entlastung des Knorpelkommens ideal. Auch das Nordic Walking zum Beispiel ist geeignet, weil Nordic Walking eben über die Nordic Walking Stöcke die Gelenke schön entlastet, die den Druck nimmt von den Gelenken, die Stauchbelastung sozusagen nimmt, aber die Gelenke schön gegeneinander bewegt.
Im Grunde ist es also, kann man sagen, dass alle Bewegungen, alle Sportarten, die die Gelenke gleichmäßig gegeneinander bewegen, zu einem gleichmäßigen, wunderbaren Austausch zwischen Ernährung und Entschlackung führen und damit einen gesunden Knorpel erhalten. Bewegen wir uns wenig oder gar nicht mehr, kommt dieser Austausch nicht zustande. Der Knorpel wird nicht wirklich entlastet von den Abfallstoffen und er wird auch nicht wirklich immer wieder und regelmäßig versorgt mit Ernährungsstoffen. Wenn wir von Vererbbarkeit bei Arthrose sprechen, meinen wir in aller Regel die sogenannte primäre Arthrose, also eine Arthrose ohne erkennbare äußere Ursachen. Es gibt die sogenannte sekundäre Arthrose. Das sind Arthrosen, die in Gelenken entstehen, die vorgeschädigt sind. Diese Vorschädigung kann völlig unterschiedlich sein. Eine Vorschädigung kann bei Geburt vorhanden sein, wie die sogenannte Hüftdysplasie, wo es eben zu einer nicht ausreichenden Ausreifung des Gelenkes bei der Geburt kommt, bis hin zu Veränderungen, die durch Unfälle entstehen, die durch Voroperationen entstehen. All diese Veränderungen, die eben keine normale Anatomie des Gelenkes mehr ergeben, sondern wo das Gelenk, die Gelenkpartner, die Gelenkpfanne und der Gelenkkopf irgendwie nicht mehr ganz natürlich zueinander stehen. Und dann entwickelt sich verfrüht ein Verschleiß des Gelenkes, weil das Gelenk eben nicht mehr normal, wir sagen physiologisch, belastet wird. Das sind natürlich alles Dinge, die sind nicht vererblich, bis auf die Dysplasie vielleicht, die angeboren ist. Aber damit unterscheiden wir uns von den sogenannten primären Arthrosen, die entstehen, ohne dass wir wissen eigentlich warum.